Hallöchen, meine Freunde, ich muss euch da mal was sagen. Und zwar, viele wissen ja, dass ich Kinder habe und meine Kinder gucken sich immer wunderschöne Videos von einem Sonic.exe an. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich stand gerade in der Küche, habe mir meinen wunderschönen Kaffee gemacht und auf einmal polterte es bei mir, in diesem Flur polterte es. Meine Kinder sind nicht zu Hause. Und ich habe mich total erschrocken. Ich habe nachgeguckt, ich habe dieses Paket gefunden. Weil ich immer wieder gesagt habe, Sonic.exe gibt's nicht, existiert nicht. Das ist eine fiktive Figur. Nicht so, wie es die anderen darstellen, dass der existiert, dass der echt ist, dass der vorbeikommt und alles Mögliche macht. Naja, auf einmal hat es gepoltert im Flur. Dieses Paket war da. Und jetzt habe ich Angst. Ich habe richtig doll Angst. Ich bin sowas von am Zittern. Seht ihr das? Das geht gar nicht. So, ich würde sagen aber, bevor ich jetzt lange rumschnacke, wir öffnen das Paket und gucken mal, was Sonic.exe von mir will. Es ist offen. Und ich traue mich gar nicht reinzugucken oder reinzufassen oder irgendwas anderes zu machen. Ich habe richtig Angst. Ich bin immer noch hier wahnsinnig am Zittern. Und ich muss es aber machen. Ich will sehen, was Sonic.exe von mir will. Okay, drückt mir die Daumen, dass ich meine Hand behalte. Nicht, dass ich jetzt der einarmige Joe bin. Das fühlt sich aber seltsam an. So weich und und es ist es ist wirklich seltsam. Es ist eine Amy Plish-Figur. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Wie schlimm ist das denn? Okay, aber da ist noch mehr drin. Das ist so. Das ist eine Nugget-Figur. Oh mein Gott! Was ist Sonic.exe bloß von mir? Da ist irgendwas Dickes, Großes. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Es ist eine Sonic-Figur. Oh mein Gott! Noch schlimmer kann es aber nicht mehr werden, oder? Das fühlt sich genauso an wie das erste. Was? Da ist irgendwas Hartes dran. Da ist was. Ist das ein Knochen? Es ist ein Anhänger von, wie heißt der nochmal? Tails! Es ist ein Tails-Anhänger! Oh mein Gott! Da ist noch was drin. Nein. Pfui. Es ist ein Sonic-Spiel für die PlayStation 4. Oh mein Gott. Das wollte ich schon mal haben. Und noch was ist da drinne. Noch was. Klein und kurz und wubbelig? Kinderfinger? Nein. Es ist Kinderschokolade. Oh mein Gott. Das Paket ist jetzt leer. Was will Sonic.exe mir damit sagen? Dass ich mehr kuscheln soll? Dass ich mich von Süßigkeiten ernähren soll? Dass ich mehr zocken soll? Wir wissen's nicht. Ich weiß nicht, was Sonic.exe von mir will. Also, vielleicht könnt ihr es mir sagen. Schreibt's mir in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Wie sagen andere YouTuber, die mit Sonic.exe zu tun haben? Bei 10.000 Daumen nach oben gibt's ein neues Video. So, aber jetzt mal ganz kurz Spaß beiseite. Ich weiß ja nicht, wie ihr zu solchen Videos steht. Aber diese Videos, die diese YouTuber machen. Ich habe Kinder, ich muss es einfach mal ansprechen, weil es kotzt mich einfach nur an mit diesem ganzen Sonic.exe, Momo, Hakiwaki und weiß der Geier was um 3 Uhr nachts, Scheiß. Ich muss es ansprechen, wenn ihr solche Videos auf YouTube hochladet, macht sie für Kinder unzugänglich. Es gibt in den Einstellungen die Option, für Kinder geeignet, für Kinder nicht geeignet. Das kann ich euch auch gerne zeigen. Ich selber mache auch YouTube.
Gucken, dass ich jetzt nicht irgendwas Falsches hier filme auf meinem PC. Geht gleich weiter. So, das war das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Schaut, hier unten gibt es die Option. Ja, es ist speziell für Kinder. Nein, es ist nicht speziell für Kinder. Warum klickt ihr das nicht an, dass es nicht für Kinder geeignet ist? Meine Tochter, 8 Jahre alt, ja, wird dieses Jahr 9, guckt sich diese Scheiß-Videos an. Und ich muss sagen, es gibt mit ihr durch diese Videos Probleme. Ja, keine Ahnung. Aber egal, ich will die Probleme hier nicht breittreten, ne? Hakiwaki, 3 Uhr nachts, Momo, Sonic Punkt Exe, keine Ahnung, Siren Head, wie hießen noch die ganzen Dinger da hier? Hinz, Kunz und Co. Verein. Das sind keine Videos für Minderjährige, für kleine Kinder. Schaltet eure Videos gefälligst auf 18, beziehungsweise speziell nicht für Kinder geeignet, und markiert eure Videos, dass diese fiktiv sind, damit andere das nachlesen können. Denn durch eure Videos haben schon viele Kinder psychische Probleme bekommen. Und da könnt ihr jetzt erzählen, was ihr wollt. Es stimmt, ich mache mich über sowas auch schlau. Nicht nur ich, es gibt auch einen YouTube-Rapper, der sowas schon offengelegt hat, dass diese 3 Uhr nachts-Videos von Chicken Wing, sag ich jetzt einfach mal, schon Kinder psychisch kaputt gemacht haben, dass die nachts Angst haben und nicht mehr schlafen wollen. Ich habe mir diese Videos angeguckt. Da steht nicht, dass diese Fiktion sind, dass die Spielcharaktere fiktiv sind. Die Videos sind ab 0 Jahren zugänglich. Was nicht sein darf. Super YouTube! YouTube, gib mir einen Daumen nach oben dafür! Nein, ganz ehrlich, es ist einfach nur scheiße. Hört auf damit. Ich bedanke mich bei Sonic, bei Tails, bei Nuggets, bei Amy, dass ihr hier wunderbar mitgespielt habt. Ihr wandert jetzt gleich wieder ins Bett meiner Tochter. Da kann sie wieder mit euch spielen und kuscheln. Die esse ich selber. Und ja. Markiert eure Scheiß-Videos einfach, weil es kann nicht sein, dass YouTube sogar sowas noch durchgehen lässt. Bis dahin, irgendwann gibt es bestimmt nochmal ein Video. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag. Ich weiß nicht, welcher Tag heute ist, will ich auch nicht wissen. Und ich weiß nicht, wann das Video kommt. Ich genieße jetzt meinen Kaffee, werde das Messer noch wegräumen, werde meinen Laptop abstecken. Und dann werde ich am PC eine Runde zocken, denn meine Kinder kommen heute nicht zu mir. Yes. Nein, Spaß, Kappa. Ich freue mich immer, wenn meine Kinder da sind. So, aber das soll es gewesen sein von dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Rockstar, Dancer, Killer, Drop.